Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Format hier bei Hauptstadt TV. Ich werde hier mit Politikerinnen, mit Sportlern, mit anderen Persönlichkeiten in einem anderen Maße reden und streiten. Ich freue mich, dass bei meiner ersten Sendung ich den Bundesfinanzminister Christian Lindner begrüßen darf. Herzlich willkommen hier zu der ersten Sendung. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und würde mal beginnen mit was sehr Persönlichem. Ich habe gelesen, dass Sie in Wuppertal geboren sind. Und Wuppertal hat ja viele große Persönlichkeiten hervorgebracht, unter anderem auch den mir natürlich gut bekannten Friedrich Engels, damals noch in Barmen, als Teil Wuppertals geboren. Gibt es da irgendeine Beziehung? Der war ja ein erfolgreicher Unternehmer und in Gedanken im Übrigen auch liberal durch und durch, aber eben auch Kommunist. Da gibt es keine Beziehung. Ein Teil meiner Familie kommt aus Wuppertal. Ich bin dort deshalb geboren, bin allerdings etwas weiter weg im Bergischen Land aufgewachsen. Also insofern gibt es jetzt keine unmittelbare Beziehung. Meine Familie war auch jetzt weniger mit den Unternehmern und Fabrikanten zusammen, sondern das waren Bäcker, beziehungsweise ein Urgroßvater war Einwanderer aus Polen, der in den Kalksteinwerken gearbeitet hat, also weit weg von den Salons, wo über kommunistische Theorie gesprochen worden ist, eher an einer anderen Stelle. Aber Bäcker ist ja ganz interessant. Also haben Sie da heute noch irgendwie eine Beziehung? Weil das Bäckerhandwerk ist ja eines der für mich immer beeindruckendsten, allein wegen des frühen Aufstehens. Wegen des Klingelns des Weckers. Ne? Also das war, deswegen ist es für mich immer ausgeschieden. Aber ich fand das immer beeindruckend bei mir im hohen Norden, wenn man da zum Bäcker ging. Und da konnte man auch, wenn man, als ich jung war, dann auch mal um drei erst nach Hause gegangen ist, konnte man zum Bäcker schon gehen und Brötchen mitnehmen. Ja, also ich habe tatsächlich da immer noch so romantische Gefühle, würde ich das nennen. Ich bin in der Bäckerei eines meiner Großväter auch nicht aufgewachsen, aber zumindest die frühe Kindheit habe ich da verbracht. Und so den Brötchengeruch in der Nase habe ich noch, oder wie ich hinter der Theke gestanden habe und mit Brötchen verkauft habe, jetzt so als Dreijähriger, Vierjähriger. Ne? Und ja, das ist eine Bäckertradition gewesen. Urgroßvater, Großvater, ich glaube auch der Urgroßvater in einem Teil der Familie. Handwerk spielt da eine Rolle. Das ist ja eine interessante Traditionslinie, aber bis zum Großvater waren Sie. Ihr Vater ist dann, wie ich gelesen habe, promovierter Mathematiker gewesen. Ist das eigentlich eine Logik zum Finanzminister? Ergibt sich das Zahlen daraus? Umgehen, mit ja. Zahlen, naja, das ist ja nicht das Verkehrteste, wenn man mit Zahlen umgehen kann. Also es schadet nicht. Es schadet das nicht. Ne? Das ist der andere Teil meiner Familie. Und in der Tat, mein Vater war Lehrer, ist jetzt ja im Ruhestand. Und der hat irgendwann mit so und so 60 hat er dann noch promoviert, seinen Doktor gemacht, berufsbegleitend und dann gegen Ende seiner beruflichen Laufbahn auch mit den zwei Buchstaben. Ist vielleicht für einen Politiker heutzutage auch ein ganz interessanter Zugang, weil nicht alle behalten ihren Doktortitel dann, so wie Sie, sondern manche, sage ich mal, da geht das über die Karriere verloren. Und insofern mache ich es jetzt andersrum. Nach der politischen Laufbahn strebe ich das dann vielleicht wie mein Vater das, an mit 60. Das halte ich gerne fest. Also ich würde es gerne noch erleben, dass ich dann mal Dr. Lindner sagen kann. Also das ist ja heute ein sensibler Punkt geworden, weil wir haben ja gemeinsam im Deutschen Bundestag schon einige erlebt, die dann ihren Doktortitel abgeben mussten, bis hin zu noch amtierenden regierenden Bürgermeisterinnen, die auch nicht mehr Doktor sind. Das stimmt, wobei sich da eine Sache verändert hat. Am Anfang, als die Plagiate gesucht worden sind in den wissenschaftlichen Arbeiten, hat das ja zum Karriereende geführt oder mehr oder weniger zum Karriereende. Wir erinnern uns hier Rücktritt Karl Theodor zu Gutenberg zum Beispiel. Heute nicht mehr. Da hat sich was verändert. Also ich würde sagen, dass diese Veränderung nicht unbedingt eine gute ist. Also eine Promotion ist ein wissenschaftlicher Grad, den man erringt. Und meine Position ist dort ganz klar, wer dort nicht mit legalen Mitteln gearbeitet hat, kann kein politisches Amt bekleiden. Das ist meine Position, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Es ist mindestens eine Aussage über den Charakter. Also wenn man ja so eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit macht, würde ich immer denken, es geht einem vor allem um die Sache und man will irgendwie einen Forschungsbeitrag leisten oder hat eine Frage, die einen richtig umtreibt. Wenn man das überwiegend mit Plagiaten baut, dann hat man ja doch
eher den Eindruck, es geht vielleicht um die zwei Buchstaben. Ich glaube ja, dass das der Fall ist. Also um das vielleicht abzuschließen, es ist ja leider so, dass wir auch in Deutschland eine Promotionsindustrie haben. Man kann ja, also ich will das nicht empfehlen, man kann ja eine Promotion sich schreiben lassen. Und dann verteidigt man die auch. Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem, weil ich glaube, das trifft bei Karl Theodor zu Gutenberg zu. Der wusste gar nicht, dass es ein Plagiat ist und hat es dann festgestellt. Das ist ja die Wahrheit. Ne? Also, und ich finde, dass es ein Riesenproblem ist. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht die Aufgabe eines Finanzministers, um einen Übergang zu finden, aber es ist schon ein, aus meiner Sicht ein Problem, dass es sowas gibt, dass man sich auch Promotionen schreiben lassen kann. Das, im Ausland ist das teilweise noch leichter. Wir wissen das ja auch, dass zum Beispiel das Bundes Länder gibt, wo man dann einen Doktortitel tragen darf, wie in Bayern, der in anderen Bundesländern nicht gilt. Also da ist eine Wissenschaftsministerin vielleicht irgendwie mal gefordert. Aber, also ich gebe es weiter. Ich könnte mich gar nicht, also ist ja auch, man ist ja stolz darauf. Ich habe jetzt was geschafft und da könnte man ja, finde ich, gar nicht stolz drauf sein, wenn man weiß, es ist nicht mit lauteren Dingen zugegangen. Aber so, okay, anderes so Thema. Anderes Thema, seit 10 Jahren habe ich, oder in diesem Jahr wären es 10 Jahre, dass Sie Bundesvorsitzender der FDP sind. Stimmt. Und 10 Jahre ist jetzt, stellen wir mal die Frage, ist das jetzt Halbzeit oder ist das schon Nachspielzeit? Weil 10 Jahre ist ja, es gibt keinen, ich wüsste niemanden, der länger als 10 Jahre im Amt ist als Vorsitzender. Also in meiner Partei wechseln die noch viel schneller, aber ich wüsste aus den Bundestagsparteien niemanden, der länger im Amt ist. Ich glaube, ich bin der dienstälteste Parteivorsitzende. Ja. Ich werde sogar in der FDP jetzt irgendwann der am längsten amtierende Vorsitzende sein, obwohl ich erst 44 bin. Deshalb fühle ich mich nicht alt oder auch nicht amtsmüde, wenngleich es schon eine Strecke ist. Nicht amtsmüde heißt, wenn der Bundesparteitag der FDP im Dezember ist und da nichts Außergewöhnliches passiert, das ist ja immer klar, dann wird Christian Lindner auch Vorsitzender und Bundesfinanzminister im Dezember noch sein oder wieder sein. Also ich bin im Dezember 2013 damals gewählt worden, aber das war wegen der Bundestagswahl. Ja. Der turnusgemäße Parteitag ist jetzt im Frühjahr und da will ich natürlich wieder antreten als Parteivorsitzender und natürlich auch die FDP Richtung der nächsten Bundestagswahl führen. Den Ehrgeiz habe ich, klar. Wobei das im Moment ja auch nicht das allerleichteste Amt ist. Zum Finanzminister kommen wir noch. Das ist die andere, etwas vielleicht noch schwierige Aufgabe, weiß ich nicht. Aber derzeit FDP-Vorsitzende zu sein, die Landtagswahlen nach der Bundestagswahl sind zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich rede jetzt nicht über meine eigene Partei, da ist das auch hochproblematisch. Aber für die FDP war das teilweise ein Schlag. Ja, aber FDP ist immer ein Abenteuer. Mhm. Wenn man eine sichere Bank politisch haben will, dann musst du eine andere Partei nehmen, nicht die FDP. Die FDP ist immer für Leute, die das Abenteuer suchen, die ganz eigenständig, unabhängig sein wollen und hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern ist immer neue Arbeit. Na gut, dann wollen wir mal schauen, wie erfolgreich die Arbeit ist. Aber ein Erfolg war ja in jedem Fall die Tatsache, dass die FDP jetzt in der Bundesregierung ist, stellt 4 Bundesminister. Sie sind Finanzminister, ein ganz zentrales Amt, insbesondere in der aktuellen Situation. Aber ich will jetzt mal mich von unserem Land etwas lösen und einmal schauen, wie so die Demokratien der Welt sich entwickeln. Und wenn ich das sehe und in andere Länder schaue, haben wir eine Entwicklung, wo wir immer mehr Richtung Verbote gehen, ob das Essen oder ist, Energie. Die Liberalität in den Gesellschaften geht meines Erachtens verloren. Also wir haben das Treffen Xi Putin unlängst gehabt. Wenn ich nach Südafrika, nach Indien schaue, man kann wirklich nicht davon sprechen, dass der Liberalismus auf dem Vormarsch ist. Also ich kenne eine andere Bewegung, die auch nicht auf dem Vormarsch ist, aber ist das nicht ein wirkliches Problem? Und ist Deutschland da ein anderes Beispiel? Ist denn das, was der Anspruch war, ist das denn Realität geworden? Also der Anspruch der FDP in Veränderung? Also der Gedanke von Individualität, Freiheit, Eigenverantwortung, Toleranz, dieser Gedanke ist in der Defensive. Das kann man gar nicht anders sagen. Und die Angriffe kommen aus allen Richtungen. Ich sehe eine
eine Shitstorm-Kultur in den sozialen Medien, die in einer gewissen Weise die Meinungspluralität einschränkt. Nicht, dass man formal nicht seine Meinung äußern dürfte, aber wenn du sie äußerst, kriegst du einen drüber. Das schränkt die Meinungspluralität ein. Dann haben wir einen allgegenwärtigen Bürokratismus bis hin zu Verbotsfantasien. Wir haben teilweise auch mächtige Unternehmen, die so mächtig sind, dass sie gewissermaßen selbstherrlich die Regeln des Spiels beeinflussen können. Ich denke an die großen Digitalkonzerne. Dann haben wir autoritäre Gesellschaften, einen Wettstreit der Systeme, eine Rivalität, wo ebenfalls das Individuum nichts zählt. In der Volksrepublik China oder in Putins Russland zählt das Individuum nichts, sondern da gibt es den Machtanspruch der herrschenden Gruppe beziehungsweise des Herrschenden. Also da ist Freiheit und Individualität, die sind wegen dieser und anderer Umstände unter Druck. Umso mehr aber muss man sich ja für sie einsetzen. Aber ich will da nicht mal widersprechen, aber haben wir nicht in den Demokratien, die wir häufig so feiern, eine ähnliche Entwicklung? Also ich will jetzt mal dann doch nicht. Ja, wir haben doch. Also auch in unserem Land vielleicht. Also in unserem Land. Wenn ich mir anschaue, jetzt Corona ist nicht vorbei, aber wir haben dort eine Diskussion und Entscheidung gehabt. Das hat jetzt gar nichts mit politischen Formationen zu tun, weil das also übergreifend ja ist. Also ich weiß, dass in fast allen Parteien da sehr unterschiedliche Sichten waren. Und wir haben trotzdem eine Situation gehabt, dass der Meinungskorridor sehr eingeschränkt worden ist, auch bei uns. Ich stimme zu, es wurde während der Corona-Pandemie der Meinungskorridor eingeschränkt, ja, aber mehr noch, es gab nun auch harte Gesetzesbefehle, die tief in das, in den persönlichen Bereich gegangen sind während der Pandemie. Im Nachhinein muss man sich ja immer fragen, war das verhältnismäßig? Es gab ja sogar Stimmen, sogar von Ministerpräsidenten, die gesagt haben, man müsste auch präventiv vorausschauend unverhältnismäßige Freiheiten einschränken, um Corona zu bekämpfen. Da sind mir damals alle Alarmglocken angegangen, wenn Regierende sagen, man müsste auch unverhältnismäßig in die Freiheit eingreifen, mit Maßnahmen, von denen man gar nicht weiß, ob sie tatsächlich wirksam sind. Da hat sich bisweilen das Verhältnis von Bürger und Staat umgekehrt. Da mussten quasi, oder da war die Erwartung, dass Bürgerinnen und Bürger nachweisen, dass sie gut mit ihrer Freiheit umgehen. Während umgekehrt es eigentlich immer der Staat ist, der begründen muss, warum er in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Natürlich haben wir also auch diese Tendenzen gehabt. Ich will es jetzt nicht übersteigern, aber eine gewisse Note von Autoritatismus hat man während der Corona-Pandemie bei manchem gemerkt. Also gerade der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, da hatte ich bisweilen das Gefühl, dem konnte man anmerken, dass er gerne mal jetzt richtig Gesetze macht, richtig Befehle erteilt. Wir haben das bei Corona, da haben wir, glaube ich, keinen Dissens. Ich persönlich sehe aktuell aber eine Gefahr generell, dass wir bei politischen Streitfragen, die offensichtlich kontrovers sind, ein wirkliches Problem haben, dass wir sie im Meinungskorridor behandeln können. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was sicherlich uns alle umtreibt, dieser furchtbare Krieg Putins in der Ukraine. Und da gibt es unterschiedliche Sichten, wie man da zu einem Ende kommt. Und ich bin der Auffassung, dass wirklich der festen Überzeugung, es wird kein militärisches Ergebnis geben können, keine militärische Lösung. Nun will ich das gar nicht im Detail weiter diskutieren, würde die ganze Sendung zu Ende sein, aber die Zulässigkeit dieser Position, die ist abhanden gekommen. Also selbst im Deutschen Bundestag, wenn zum Beispiel ich dort sage, also ich trete dafür ein, dass es Friedensverhandlungen geben muss, einen Waffenstillstand, ist die Reaktion aus unterschiedlichen Parteien bis hin zur eigenen, bis, also jetzt böse den Satz gesagt, bis zu Halskraus im Arsch von Putin. Natürlich ist das nicht der Fall. Putin ist der Aggressor, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber nicht zuzulassen, dass bestimmte Dinge aufgerufen werden und dass diese Tendenz, und das beunruhigt mich zutiefst, und das ist jetzt aus der Sicht eines Linken, dass
die Illiberalität in unserer Gesellschaft zunimmt, dass wir auch teilweise in den Medien nicht mehr die Möglichkeit haben, man ist sofort gebrandmarkt in einem ganz schlechten Sinne, und das sehe ich als Problem an. Ich werbe immer, also da bin ich extrem freiheitlich, ist überzeugt der Linke, aber extrem freiheitlich, dass zumindest im Sinne von Voltaire man seine Meinung sagen darf. Und da, sag mal, da bin ich absolut auch dabei. Allerdings gibt es keine Freiheit von Widerspruch. Natürlich also nicht. Die eigene Meinung zu äußern, das muss garantiert sein. Und ich finde, dann beginnt auch ein Diskurs und dann muss auch miteinander gestritten werden. Also jetzt im Fall Ukraine wäre dann mein Hinweis, natürlich, es muss dereinst eine diplomatische Lösung geben. Aber man darf eben nicht verkennen, wenn man Friedensverhandlungen fordert, dass der Ausgangspunkt eben Putins völkerrechtswidriger Angriff war. Bezogen auf die Meinungsfreiheit in Deutschland, frei von Widerspruch, ich habe ebenfalls den Eindruck, dass manche Positionen sehr gerne im Meinungsaustausch dann verzerrt dargestellt, verkürzt dargestellt werden und schnell so in ein falsches Licht gerückt werden. Das ist ein Problem sozialer Medien, teilweise auch journalistischer Medien, dass es dort auch eine gewisse Einengung gibt. Ich meine, wem sage ich das? Da haben wir beide vor unserem politischen Hintergrund eher Minderheitspositionen. Und da ist man im öffentlichen und veröffentlichen Mainstream oftmals schnell in einer Position der Defensive. Das ist, glaube ich, ein wirklich großes Problem, dass durch die Existenz dieser Partei, die da rechts außen sitzt, es sehr, sehr schnell möglich ist, Meinung zu denunzieren. Und wenn man eine Position vertritt, sofort gesagt, na, das ist ja wie die dort rechts außen sitzen. Und das ist meines Erachtens ein ganz großes Problem, weil ich muss mich nicht abgrenzen. Ich muss mich nicht abgrenzen, und ich glaube, das trifft auch für mindestens die übergroße Mehrheit der Menschen in der FDP zu. Die müssen sich nicht abgrenzen von denen, die haben mit denen nichts zu tun. Nee. Aber es wird einem immer wieder unterstellt, dass man ja so ähnlich tickt. Und das ist, dann gibt es auch noch Wählerwanderung, und da wird dann sofort draus gemacht, es gibt eine Nähe. Und das ist nicht der Fall. Ja, und in jetzt dem speziellen Fall einer liberalen Position in Deutschland liegt sehr schnell das Argument bereit, eine Position der FDP sei falsch, weil davon würden nur die Reichen profitieren, das sei unsozial, das sei antiökologisch und so weiter und so fort. Und mitunter kommt man gar nicht zu einer vertieften Auseinandersetzung, weil zumindest ich sehr schnell feststelle, dass bei bestimmten Positionen schon das pauschale Totschlagargument, das sei nicht sozial, ausreicht, das sei nicht grün, das sei nicht ökologisch verantwortlich. Und da wird also versucht, die Argumentation zu verkürzen, zu beenden den Diskurs mit dem Pauschalargument unsozial. Okay. Na gut, dann sind wir bei unsozial, weil ich vermute, ich versuche immer zu begründen, warum ich manche Positionen der FDP nicht sondern sozial ausgewogen finde. Das deswegen ja machen, okay. wir, machen wir den Übergang mal von der FDP zum Finanzminister. Und da ist ein zentraler Punkt auch der aktuellen Auseinandersetzung, ist das große Thema der Schuldenbremse. Ja. Ich habe im Bundestag schon mal gesagt, naja, Schuldenbremse, wenn ich mir das vergangene Jahr angucke, das ist alles eine kluge Entscheidung der Bundesregierung, das alles in das letzte Jahr zu nehmen. Jetzt hat Christian Lindner einen Etat vorgelegt, der die Schuldenbremse einhält. Ich bin der Überzeugung, das bis zum Jahresende durchzuhalten wird mindestens schwierig. Ich würde die These wagen, es gibt einen Nachtragshaushalt, aber sei es drum. In diesem Jahr 2023? In diesem Jahr. Ich glaube, das ist in diesem Jahr. Also ich würde, ich weiß das nicht, weil der Finanzminister ist da wahrscheinlich näher dran. Aber ich will noch mal zu diesem Thema ganz grundsätzlich reden. Also wir sollten das zunächst mal festhalten. Ich sehe nicht, dass wir einen Nachtragshaushalt brauchen. Okay, das ist ja gut, dass wir da, das können wir unterschiedlich festhalten. Ich glaube, wir werden im Laufe des Jahres dort gegebenenfalls hinkommen. Bin ich gespannt, ob das so sein wird. Wir können das alle natürlich nicht abschließend einschätzen. Wir wissen nicht, was passiert, und unter Umständen würden wir alle dafür sein. Aber das ist jetzt gar nicht der entscheidende Punkt. Sicherlich, wir sehen aktuell beim Schauen auf die Bundesregierung, dass es alles nicht so leicht wird mit dem Haushalt für das nächste Jahr. Aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein, sondern eher grundsätzlicher Natur mit der Schuldenbremse. Und ich sage als Linker, es ist ausdrücklich kein Plädoyer, je mehr Schulden, desto besser. Das ist noch nie meine Haltung gewesen.
Aber aus einer ökonomischen Sicht festzuhalten, dass wir Situationen haben können, wo Schulden abgebaut werden, haben wir in der Vergangenheit gehabt. Natürlich mit einer wunderbaren Zinsentwicklung, das ist eine entscheidende Ursache gewesen. Aber mit einer Schuldenbremse, insbesondere für Landeshaushalte, macht man Politik handlungsunfähiger. Und je kleiner das Land, desto geringer ist die Handlungsfähigkeit. Deswegen war ich immer, die Schuldenbremse wird ja noch sehr, sehr lange im Grundgesetz sein. Es gibt ja überhaupt nicht absehbar dort andere Mehrheiten. Ich will jetzt auch gar nicht mehr abschaffen. Ich glaube nur, dass aus einer ökonomischen Sicht auf der Bundesebene haben wir ja trotzdem noch die Möglichkeit, also ein gewisses Maß bekanntermaßen auch an Neuverschuldung aufzunehmen. Das wird ja jetzt auch gemacht. Engt das nicht Politik aber in der Substanz ein? Gerade wenn man sich so einen vergleichsweise ambitionierten Koalitionsvertrag vornimmt und jetzt in einer Situation ist, dass man vieles davon vermutlich gar nicht durchhalten kann. Deswegen ist diese heilige Kuh der Freien Demokraten, des Finanzministers Christian Lindner, ist diese heilige Kuh durchhaltbar? Ist das aus Prinzip oder ist das auch sinnvoll fürs Land? Für mich ist das keine heilige Kuh, sondern ein Gebot der ökonomischen Klugheit. Wir haben jetzt ja wieder relativ hohe Zinskosten. Die sind im historischen Vergleich gar nicht so hoch, aber da wir zuvor gar nichts gezahlt haben für Zins und Tilgung oder so gut wie nichts, schränken die uns sehr ein. Und das ist doch ein ökonomisches Signal an den Finanzminister, nicht jetzt weiterzumachen mit der Neuverschuldung. Nur um die Zahl nochmal in Erinnerung zu rufen, 2021 4 Milliarden Zins, 2023 bereits 40 Milliarden für Zinsen. Im nächsten Jahr werden wir im Bundeshaushalt möglicherweise noch darüber hinaus Zinsen zahlen. Und hier können wir doch den Staat nicht immer weiter in die Verschuldung bringen. Wir müssen daneben ja aber sinnvolle Schwerpunkte setzen. Das heißt, mit den Mitteln, die wir haben, können wir ja wirtschaften. Wir haben im nächsten Jahr vermutlich die Marke von 1 Billion Staatseinnahmen überschritten. Zum ersten Mal wird 2024 der deutsche Staat nach meiner Erwartung mehr als 1 Billion Euro in der Kasse haben. Man kann ja auch mal versuchen, damit auszukommen. Nochmal, das ist es ist wirklich nicht der Punkt, dass ich sage, also wir müssen Schulden machen, auf Teufel komm raus, das ist ja völlig falsch. Aber wir haben ja jetzt die kuriose Situation, dass wir über zum Beispiel Investitionen nicht in der Niedrigzinsphase nachgedacht haben. Dann kann man wenigstens sagen, na gut, in der damaligen Zeit hätten wir vielleicht. Dass heute bei einem hohen Zinsniveau, das durchaus schwieriger ist, das will ich ja sehr wohl zugestehen, aber da jetzt Schuldenbremse kommen wir nicht überein. Aber ich würde gerne, ich würde die Debatte gerne, damit es klarer wird, einfach umdrehen. Schulden oder Steuererhöhungen sind ja ein Instrument für Einnahmen im Haushalt. Und deshalb müsste man ja eigentlich umgekehrt fragen, was genau wollen wir finanzieren? Und danach können wir überlegen, woher kommen die Einnahmen, aber wo genau muss mehr Geld hin? Ich komme da gern drauf zurück, aber da muss ich jetzt diese Chance nutzen. Wenn dann das so ist, und ich bin sehr dafür, dass man schauen muss, was brauchen wir, und dann danach darüber redet, wie finanzieren wir das. Wie kann man dann auf die Idee kommen und sagen, wir machen jetzt mal 100 Milliarden Sondervermögen. Wir wissen zwar noch gar nicht genau was, wir wissen nur, dass wir viel finanzieren müssen, dann ist das doch der völlig falsche Weg. Da wäre doch der richtige Weg zu sagen, also, die Bundeswehr ist im folgenden Zustand, das sind ihre strategischen Ziele, die im Übrigen in den vergangenen Jahren einem massiven Wandel unterlegen haben und wo auch das Militär teilweise gar nicht wusste, was der ein oder andere Verteidigungsminister so will, da wird das ganz anders gemacht. Da wird gesagt, wir haben ein Sondervermögen und jetzt macht mal. Ich finde das ja ein völlig falsches Herangehen, zumal, jetzt um gleich noch die Gelegenheit für die zweite Antwort zu geben, zumal dann der Widerspruch da ist, diese 100 Milliarden werden faktisch in einer Rede verkündet und wir haben, wenn es um eine Bildungsmilliarde geht, und das ist ja, also auch eine klassische FDP-Position, dass das eine Investition in die Zukunft ist. Da sagt doch der Finanzminister, nun gut, nun will ich erst mal sehen, was damit passiert. Da wird geknausert. Diese beiden Fragen, also einerseits die Logik ist durchbrochen worden beim Sondervermögen für die Bundeswehr und bei dem Thema Bildung ist nicht mal ein Zehntel dessen vorhanden. Das kann ich so nicht finden. Die 100 Milliarden sind keine gegriffene Zahl gewesen, sondern
Im Verteidigungsministerium gab es schon, übrigens zu Zeiten der früheren Bundesregierung, Veranschlagungen, was an dringend notwendigen Investitionsbedarf getätigt werden muss. Das hat noch die frühere Verteidigungsministerin gemacht. Und insofern gab es eine Grobveranschlagung, wie viel Geld erforderlich sein könnte. Und hier haben wir ja den Weg gewählt, weil mir die Schuldenbremse tatsächlich wichtig ist, dieses Sonderprogramm ins Grundgesetz zu schreiben. Und damit sind zwei Dinge erreicht worden. Zum einen wurde deutlich, hier ist ein außerordentlicher Zweck. Und deshalb steht ein Sonderprogramm in der Wehrverfassung des Grundgesetzes. Zugleich wird für alle anderen Aufgaben dann aber die Schuldenbremse bestätigt. Und jetzt könnten wir sagen, Bildung oder Forschung oder Digitalisierung, alles wirklich Aufgaben, die mir lieb und teuer sind. Aber Politik muss einmal auch die Kraft finden zu sagen, es gibt eine Entscheidung, die wir treffen, weil sie von überragender Bedeutung ist. Und die äußere Sicherheit, die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung ist nun von überragender Bedeutung. Und deshalb gab es dieses Sonderprogramm. Also ich darf zumindest insoweit widersprechen. Der Etat des Verteidigungsministers ist in den letzten Jahren gestiegen wie kein anderer. Und wir haben schon vor dem Sondervermögen ein Etat gehabt von über 50 Milliarden. Interessanterweise ist in all den Jahren dieser Etat nie ausgeschöpft worden. Da ist nicht ganz logisch, dass man dann sagt, ein Sondervermögen. Ich finde diese 100 Milliarden... Kann ich aber auch gerne ja nochmal erläutern. Der Haushalt des Verteidigungsministeriums ist ja sehr stark geprägt von Personalausgaben. Das heißt, alleine durch die Entwicklung bei den Löhnen und Gehältern beziehungsweise beim Sold steigt dieser Etat automatisch an. Bei dem, was wir jetzt erwarten an Tarifeinigung im öffentlichen Dienst, kann man davon ausgehen, dass das, ohne dass ich jetzt eine Prozentzahl schon nennen könnte, dass das im Milliardenbereich beim Einzelplan 14 zu Mehrausgaben führen wird. Alleine nur die Tarifsteigerung. Das ist, glaube ich, nicht das zentrale Problem. Ja, da ich sage nicht von Problem, sondern der Etat steigt, obwohl trotzdem Geld fehlt. Die Leute, die dort sollen, anständig entlohnt werden, das ist doch völlig klar. Ich bleibe trotzdem bei der These, dass notwendig wäre eine präzise Aufgabenbeschreibung. Was soll Bundeswehr leisten? Was ist die Aufgabe? Ist sie die im Grundgesetz der Landesverteidigung? Haben wir andere Aufgaben? Das ist einem Wandel unterlegen, um das vorsichtig zu sagen. Aber Ich will auf einen Punkt kommen. Wir haben ja, und dafür war ich viel zu lange Haushälter, gesehen, was in dem Etat passiert ist. Und wenn ich mir anschaue, welche Milliardeninvestitionen auch in neue Waffenarten getätigt worden sind, wenn ich mir das Amt für Beschaffung in Koblenz anschaue, was in der Bundeswehr, also und zwar mit nicht nur Ironie, Amt für Bestechung genannt wird, dann sage ich, da sind die Probleme. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man diese Aufgabenbeschreibung, ich weiß, es gibt Weißbücher und Ähnliches, aber das ist letztlich nie klargestellt worden, was ist die Aufgabe der Bundeswehr. Denn es war lange Zeit ja so, dass wir von der Aufgabe der Landesverteidigung weggegangen sind, hin auch zu den Auslandseinsätzen, wo wir sicherlich einen Dissens haben, aber also dem ich gar nicht aufmachen. Ich sehe das differenziert. Ich will gar nicht pauschal widersprechen. Ich sehe es nur etwas differenzierter. Wir kommen ja von diesem Sonderprogramm, den 100 Milliarden gerade her. Und es ist kein Widerspruch zu sagen, dass Auftrag, Struktur und Verfahren der Bundeswehr dringend geprüft und modernisiert werden müssen sie. Der Auftrag muss aktualisiert werden, sehr viel stärker Landes- und Bündnisverteidigung als in den letzten Jahren. Die Strukturen im Ministerium inklusive der Beschaffung, das muss angegangen werden. Und auch sonstige Verfahren, wie die Truppe geführt wird und agiert. Das ist aber kein Widerspruch dazu, dass dieses Sonderprogramm von 100 Milliarden nötig ist, um Investitionen vorzunehmen. Und dass es ein politisch bedeutsames Signal nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war, zu signalisieren, wir in Europa als Teil unseres westlichen Verteidigungsbündnisses, als System kollektiver Sicherheit, wir nehmen diese Aufgabe ernst. Und es ist eine Zäsur, dass es erstmals
seit vielen Jahrzehnten wieder einen völkerrechtswidrigen Angriff gibt. Das ist eine Zäsur, auf die wir reagieren. Das war also auch politisch ein wichtiges Signal. Wir lassen das so stehen. Ich habe meinen Widerspruch angemeldet. Ist zu Protokoll genommen. Ich will aber trotzdem den neuen Widerspruch auch machen. Wenn wir müssen noch zur Schuldenbremse noch mal zurück. Wir kommen gleich zur Schuldenbremse noch zurück, weil es hat damit zu tun, wenn man dann diese politische Entscheidung so trifft. Wie gesagt, ich hätte sie anders getroffen, aber das ist ja verantwortliche Politik in Regierung über die 100 Milliarden Sondervermögen. Wenn wir zum Beispiel im Koalitionsvertrag, und ich gehe erstmal weg von dem Bildungsthema, sondern nehme eins, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, das aktuell breit diskutiert wird, das Thema Kindergrundsicherung und die dafür notwendigen Mittel. Wir sind uns einig, dass wir in Deutschland überhaupt nicht akzeptieren können, dass Kinder in Armut groß werden und dass wir dort etwas tun müssen. Da sind wir uns einig, sagt die FDP, sagen alle politischen, also alle vernünftigen politischen Formationen. Da sind wir uns einig. Und klar ist, dass das bisherige System so nicht weitergehen kann. Allein die Tatsache, es gibt ja unendlich viele Programme, wie Kinder gefördert, unterstützt werden können. Und schon in den Haushaltsplanungen werden nicht etwa die 100%, sondern nur irgendwie 35 in Ansatz gebracht, die von den Ansprüchen genommen werden. So, also wir wissen alle, das System muss verändert werden. Und ich will jetzt gar nicht über die Details, weil das ist ja die spannende Frage, was heißt denn eigentlich Kindergrundsicherung? Im Moment ist es ja auch so ein Schlagwort geworden und ich bin dafür und habe da ein eigenes, aber darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, dann können wir in diesem Zusammenhang auch zur Schuldenbremse kommen. Wenn die 100 Milliarden dann akzeptiert sind, die sind ja sowieso im Grundgesetz und da ist ja gar nichts mehr zu reden. Aber ich höre von der Familienministerin, das ist die Familienministerin, die spricht immer von 14 Milliarden, aber auch das sei mal dahingestellt. Die Frage ist doch die, es kann doch politisch nicht gewollt sein, hier zu einer Veränderung zu kommen. Deswegen kann ich das nicht verstehen, warum diese politische Priorität, zumal bei Sozialdemokraten verstehe ich es überhaupt nicht, aber auch bei Liberalen und selbst bei Grünen ist das doch ein Punkt, der zentral ist. Es steht im Koalitionsvertrag und ich habe jetzt die große Sorge, dass das nicht passiert, aber dass es eben in dem anderen Bereich passiert. Die Sorge ist unbegründet. Die ist unbegründet. Die Sorge ist unbegründet. Also mein Ratschlag war ja zu überlegen, was braucht man und danach zu überlegen, wo kommen die Einnahmen her? Steuererhöhungen, Wirtschaftswachstum, Schulden sind ja dann Möglichkeiten, mit denen man die Einnahmen verbessern kann. Aber zunächst muss man ja fragen, was ist nötig? Was soll getan werden? Wo soll das Geld hin? Und jetzt bezogen auf die Kindergrundsicherung haben wir, was die finanziellen Notwendigkeiten angeht, das Allergrößte bereits getan. Wir haben 250 Euro Kindergeld, wir haben den Kinderzuschlag, wir unterstützen arme Familien. Das sind 7 Milliarden Euro mehr an kindbezogenen Leistungen für die Familien gegenüber dem, was wir vorher hatten, seit 2023. 7 Milliarden mehr. Das ist kein Pappenstiel. Da werden noch ungefähr 2 Milliarden nach meiner Einschätzung dazukommen, weil nämlich viele Familien das, was ihnen zusteht, nicht beantragen, weil die Verfahren zu kompliziert sind. Und da wird es ein digitalisiertes, automatisiertes Verfahren geben, dass die Familien wirklich das bekommen, was ihnen zusteht. Und dann werden wir in der Summe möglicherweise, ich sage mal, gut 9 Milliarden Euro zusätzlich für Kinder und Familien, gerade für Kinder aus armen Familien haben. Und das ist ein Riesenschritt gegenüber den letzten Jahren und gegenüber dem Status quo. Das Gros ist also bereits getan. Also hier muss ich wirklich deutlich widersprechen, weil ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen und all diese Leistungen begrüße ich ausdrücklich, gar keine Frage. Trotzdem ist das, was man unter dem Begriff Kindergrundsicherung betrifft, ist wirklich ein Systemwechsel. Weil es würde dazu führen, dass wirklich bei den Kindern das Geld auch ankommt. Und das ist eben genau nicht impliziert. Das sind Leistungen, unbestritten, die ich auch hoch anrechne. Was heißt, bei den Kindern ankommt? Ja, jetzt ist es doch so, ich wiederhole das, dass schon bei dem umfangreichen Leistungspaket, was es gibt, nur etwa ein Drittel in Anspruch genommen wird. Ja, aber das Problem lösen wir ja. Dadurch, dass es automatisiert nicht beantragt werden muss, sondern automatisiert ausgezahlt wird, wird es nicht und soll es nicht mehr so sein, dass Familien das, wofür sie eigentlich berechtigt sind, das nicht erhalten. Dem will ich ja gar nicht widersprechen. Es ist nur so, Kindergrundsicherung ist ein gänzlich anderes Modell mit anderen Grundsummen, die Kinder bekommen, die bei den Kindern ankommen sollen. Es wäre wirklich... Also es kommt ja immer bei der Familie an. Also sind ja immer die Eltern, die auch für die Kinder das Geld verwalten. Das heißt,
was in Wahrheit hinter mancher Forderung steht, ist, wir wollen die Grundsicherung insgesamt in Deutschland erhöhen. Das ist ja eine alte Forderung auch der Linken, zu sagen, wir wollen das, was wir jetzt an Bürgergeld haben, etwas über 500 Euro an Regelsatz und dann kommt die Unterkunft dazu. Das soll grundlegend erhöht werden. Stimmt's? Das ist ja erstmal richtig, so, das ist richtig. Aber wie gesagt, hier habe ich jetzt über das Thema Kinder geredet, da bin ich wirklich tief davon überzeugt, dass es richtig wäre. Aber da würde ich wiederum sagen, wir haben mit dem Bürgergeld jetzt ein gutes Modell gefunden für die Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Wir unterstützen auch noch die Familien mit Kindern stärker. Aber, und dann kommen wir vielleicht zu einem Dissenspunkt, wenn man wirklich Armut bekämpfen will in unserem Land, wenn man wirklich was tun will gegen Armut, dann müssen wir an die Quelle, die Ursache von Armut ran. Und das ist Mangel an Chancen, Mangel an Bildung, Arbeitslosigkeit. Ja, also wenn wir da Konsens hätten, dann verstehe ich... Mangel an Integration und Sprachkenntnis. Aber zum Beispiel auch ist das nicht dann ein wirklicher Widerspruch, wenn man sagt, das ist die Ursache? Da kann ich sogar mitgehen, dass man dann sagt, naja gut, aber für uns ist jetzt prioritär diese 100 Milliarden. Da habe ich eine andere Herangehensweise und ich will jetzt nicht, weil das wäre natürlich ein Streitpunkt, der mehr als eine Sendung ausfüllen würde, weil diese pauschale Äußerung vom Finanzminister, ich will keine Steuererhöhung, das ist ja, welcher Mensch will schon Steuererhöhung? Aber ich habe ja deshalb dort eine andere Position, weil ich sage, wir haben in Deutschland ja ein Auseinanderdriften der Gesellschaft und wir haben eben auch in den Zeiten der Ampelregierung die Situation, dass wir in Deutschland halt, ich sage leider, mehr Milliardäre, mehr Vermögensmillionäre haben. Und ich will nicht, um das gleich zu sagen, irgendeinen Mittelstand kaputt machen, darum geht es doch gar nicht. Da wird Beschäftigung generiert, gar keine Frage. Aber dieses Auseinanderdriften, Armut bekämpfen, wird nur funktionieren, wenn man auch den Mut hat, in der Spitze etwas zu nehmen. Aber wir lassen das Steuerthema, das ist jetzt meine These, aber bitte Widerspruch gerne. Ja, ich will nur zu Protokoll geben, dass die Spitze, also die oberen 50% der Leute, die verdienen, finanzieren ja das Gros der Lohn- und Einkommenssteuer. 50% der Menschen zahlen nahezu überhaupt gar keine Lohn- und Einkommenssteuer, die anderen 50% 90. Also wir haben in unserem Land bereits sehr viel Umverteilung und die Menschen mit einer größeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit leisten bereits einen überproportionalen Beitrag. Das kann man noch mehr finden und wollen. Ich glaube, da sind wir bereits sehr gut und weitere Belastung wäre irgendwann auch unfair. Gut, wir lassen das einfach so stehen, weil ich habe da natürlich eine andere Position, könnte jetzt das sehr... Das wäre auch jetzt erschütternd, wenn wir die gleiche hätten. Ja. Ich würde da vor allen Dingen die Frage des Erbens aufrufen, weil nach meiner festen Überzeugung brauchen wir eine... Das ist die schwierigste Herausforderung vermutlich, wenn das ein Finanzminister angehen würde, aber wenn wir keine Reform der Erbschaftssteuer machen und dort mehr Einnahmen gerieren, ohne Unternehmen kaputt zu machen, glaube ich, machen wir da auch etwas falsch. Weil dann erfordert aber Zaubertricks, ohne Unternehmen, also unsere Familienunternehmen zu zerstören, trotzdem mehr Einnahmen bei der Erbschaft und Schenkungssteuer. Das ist nicht Zaubertrick. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, aber es ist schon machbar. Ich weiß, das Urteil des Verfassungsgerichts, was damals die Vermögenssteuer behandelt hat, aber... Man muss sagen, Vermögensarten müssen gleich behandelt werden. Das ist richtig, das hat das Verfassungsgericht gesagt und deswegen wurde es ausgesetzt. Das Aktiendepot wird anders behandelt als der Familienbetrieb, das geht eben nicht. Völlig richtig und trotzdem, ich stelle einfach nur fest, dass andere Länder deutlich höhere Erbschaftssteuern haben, aber wir lassen dieses Thema weg, das würde zu weit führen. Die haben höhere Erbschaftssteuern, aber dafür zugleich mitunter niedrigere Einkommenssteuern, das heißt, die besteuern jedenfalls nicht weniger als wir, denn das ist doch das Entscheidende. Man kann einzelne Steuerarten zusammensuchen. Ja. Aber was doch entscheidend ist, ist die Frage, die Steuer- und Abgabenquote insgesamt, wie ist die im Vergleich? Da sind wir in Deutschland auf einem historischen Niveau. Ich sage leider, ich sehe jedenfalls keine Notwendigkeit, das Steuer- und Abgabenniveau insgesamt zu erhöhen, weil es bereits eine historische Höhe hat. Und man könnte fragen, wie ist es in Deutschland mit der sozialen Ungleichheit. Und da kommen wir jetzt in eine harte Auseinandersetzung. Genau. Da würde ich sagen, unverändert, dass nach dem Steuersystem und seiner umverteilenden Wirkung sind wir in unserem Land vergleichsweise egalitär, verglichen mit anderen Gesellschaften auf der Welt. Bei der Vermögensverteilung haben wir ein Problem, aber die hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass zu wenige Menschen mit einem normalen Einkommen
von den Entwicklungen an den Aktienmärkten profitieren, keine Chance mehr haben, von der Entwicklung an den Wohnungsmärkten zu profitieren. Allerdings, da gibt es ganz viele, denen man rät, Aktien zu kaufen, die können dann nur ganz müde lächeln. Also über das Steuersystem, da machen wir eine zweite Sendung zu. Da müsste man wirklich mal umfangreich das Einzelne auch durchgehen, weil Steuer- und Abgabenquote ist ja richtig. Ich glaube auch wirklich, dass wir bei den Abgaben ein Problem haben, dass wir dort für Veränderungen sorgen müssen. Mein Problem ist nur, dass da eben viel zu wenig passiert. Wir haben keine große Steuerreform. Ich erinnere mich an Christian Lindner im Wahlkampf, der gesagt hat, wir müssen selbstverständlich bei den kleinen, mittleren Einkommen eher entlasten. Und wir können an der Spitze durchaus etwas zulegen. Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber das war meine Position. Genau. Aber die Entlastung haben bei der andere Entlastung gesagt. Sind wir einer Meinung. Ja, ja. Aber leider passiert das ja nicht. Wir machen hier einen Punkt, da machen wir eine extra Sendung viel später mal. Ich muss natürlich noch mindestens einmal auf die Regierung zu sprechen kommen. Wenn ich den Bundeskanzler höre, dann sehe ich oder höre ich ihn immer, dass wir eine Top-Regierung haben, dass das alles wunderbar läuft. Und ich höre jetzt aber einen Minister aus der dritten Koalitionspartei, der, und das hat mich sehr überrascht, der sagt, es kann nicht sein, dass nur eine Partei für den Fortschritt steht. Und dann meinte er natürlich seine eigene. Und ich sehe das zumindest ja als einen kleinen Widerspruch an, wenn der Kanzler immer sagt, wie top das ist. Und dann höre ich von einem anderen, das ist nur eine Partei, die im Fortschritt, für den Fortschritt steht. Ich habe da so meine Probleme. Ich kenne ja noch, wir waren damals beide in der Opposition, die Große Koalition, und da haben wir viel zu kritisieren gehabt. Heute ist es so, das hieß mal Fortschrittskoalition. Also wenn ich jetzt als Außenstehender, in dem Fall sehe ich mich als Außenstehenden, schaue, naja, das maximale Ziel kann ja sein, keinen Rückschritt hinzukriegen. Das ist dann schon sehr, sehr hoch. Ich will das nicht mal, das sage ich nicht mal despektierlich angesichts der Herausforderungen und Krisen, die wir haben. Nur diesen Widerspruch, ist denn das wirklich noch eine Fortschrittskoalition, wo immerhin der stellvertretende Regierungschef sagt, nur eine Partei steht für einen Fortschritt? Also das heißt ja im Übrigen auch, dass zwei für Rückschritt stehen oder Stagnation. Also ich kann das gar nicht anders interpretieren. Also ich bin jetzt nicht der Interpret und Sprecher des geschätzten Kollegen Robert Habeck. Das können die Leute selber einordnen, brauchen die nicht mich dafür. Ich kann nur sagen, die Regierung insgesamt hat jetzt gerade ein Paket geschnürt, um endlich das Problem der Fachkräfteeinwanderung in Deutschland zu lösen. Wir haben mit dem Inflationsausgleichsgesetz in der Breite der Gesellschaft eine echte Entlastung organisiert. Familie 55.000 Euro Einkommen, vierköpfig über 800 Euro Entlastung. Wir haben binnen eines Jahres LNG-Terminals auf den Weg gebracht. Und in dem Tempo werden jetzt zukünftig alle Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland organisiert werden. Bitte um Vertrauen, ich könnte es eine Stunde weiter fortsetzen. Ich glaube das. Wir haben eine Fortschrittskoalition, aber, das muss man sagen, es sind drei unterschiedliche Partner mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Deshalb ringen wir um Fortschritt. Und da gibt es auch Streit. Und da gibt es auch Meinungsauseinandersetzungen. Aber ich möchte gerne ein Lob des Streits, weil wir streiten in der Sache mit jeweils edlen Motiven und das Ergebnis ist Fortschritt. Naja, ich kann jetzt den geschätzten Kollegen, wie Sie das genannt haben, gerne nochmal zitieren. Der hat ja genau was anderes gesagt, aber ich will das müssen wir nicht weiter fortsetzen. Ich habe nur das Gefühl, weil der Fortschritt misst sich doch daran, wie das bei den vielen Menschen ankommt. Und da gibt es im Moment sicherlich auch durch Einwirkungen, die von außen, die man gar nicht einschätzen konnte. Niemand ahnte, dass es diesen furchtbaren Krieg geben wird. Niemand ahnte, dass welche Auswirkungen auch Corona haben wird. Und man kann viele andere Dinge benennen. Man kann auch amerikanische Fonds, die geschaffen werden, die vieles verändert haben. Das will ich alles gar nicht in Abrede stellen, dass da viele Aufgaben gewachsen sind. Trotzdem ist es so, dass viele Menschen den Begriff der Fortschrittskoalition durchaus als zynisch empfinden, weil für sie sich kein Fortschritt entwickelt hat. Dass das immer so sein wird, dass Menschen dort kritische Sichten haben, aber die Entlastungspakete, die es gegeben hat und wo ich bei vielen sagen kann, ja, und da hat es ja im Übrigen auf dem Weg auch Veränderungen gegeben, dass es zum Beispiel für Rentner und für Studenten dann auch Pauschalbeträge gegeben hat, dass die Studenten jetzt auch beantragen können. Das ist ja alles unbestritten, dass es dort auch Dinge gegeben hat, die man teilt. Trotzdem ist die Einschätzung, die dann ein Kollege des Kabinetts abgibt, leider für viele Menschen die Wahrheit. Und ich meine jetzt ausdrücklich nicht, dass diese eine Partei
die fortschrittliche ist, weil das sehen manche auch als Bedrohung an. Also das sage ich jetzt auch aus einer linken Sicht. Manches ist eine Bedrohung, wenn den Leuten erzählt wird, ich kann das aus meiner vorpommerschen Heimat sagen, ihr müsst jetzt nur noch diese Heizung und der Staat wird irgendwie euch helfen. Da haben Leute einfach Angst, wenn man so kommuniziert, dann kann man den Begriff Fortschrittskoalition, also ich darf den nicht sagen, ich sage ihn ja auch nicht logischerweise. Ja, das ist ja auch nicht Politik der Fortschrittskoalition. Ich verwende den Begriff übrigens auch nicht, weil das sind so abgehobene Debatten. Man bezeichnet sich selber als Fortschrittskoalition. Man sollte Fortschritt machen. Aber jedenfalls das, was da Menschen zu Recht Angst macht bei der Heizung, das wird ja nicht Regierungspolitik werden. Das ist ein Entwurf, eine Vorstellung eines Teils der Regierung gewesen. Und dann ist dieses Vorhaben zurück in die Montagehalle gekommen und wird dort jetzt so verbessert, dass es unser Land nach vorne bringen wird. Das kann ich zusagen. Okay, also dann hoffen wir, dass nach der Montagehalle hier ein Gesetz vorgelegt wird. Ich bin nur eben gelassener, will ich sagen. Also natürlich sehe ich auch Umfragen, natürlich sehe ich auch Unzufriedenheiten. Ich lese auch Zeitung und kriege ich alles mit. Nur meine Orientierung, persönlich ist meine Orientierung darauf, wo steht das Land 2025? Werden wir es gut durch diese schwierigen Jahre geführt haben? Werden wir einige Erneuerungs- und Modernisierungsprojekte abgeschlossen haben? Jetzt, wenn ich über meine spreche, würde ich sagen, das Generationenkapital in der gesetzlichen Rente, um die Rente auch durch einen Kapitalstock, durch eine Aktienrücklage stabil zu machen für die Zukunft. So, und dann tritt man vor die Bürgerinnen und Bürger und sagt, wir haben die Krisen hoffentlich gut bewältigt, wir haben folgende Modernisierungsprojekte erreicht, wir haben im Fall der FDP den Wert der Freiheit gestärkt und nun bildet euer Urteil und wählt. Also das Rententhema wäre auch noch mal eins mit der Aktienrente, das lassen wir aber heute weg. Eigentlich müssen wir uns wöchentlich treffen. Wir machen das, wir müssen auf jeden Fall eine Wiederholung machen, also ich werde das mal versuchen anzumelden. Zum Abschluss eine Frage, wenn man FDP-Vorsitzender, Finanzminister ist, hat man Zeit, Bücher zu lesen? Ist das, was früher möglich war, auch als Oppositionspolitiker? Welche Bücher haben Sie gelesen im letzten Jahr? Und also, vielleicht verbinde ich das gleich noch mit der Frage, welches Buch empfehlen Sie? Also vor allen Dingen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, aber wegen meiner auch mir. Oh, das mit der Empfehlung ist komplizierter. Also erstens, man kann lesen. Ja. Oder sollte es. Also außer Regierungsvorlagen ja, und wichtige... Ich streiche das Wort Mann, sondern ich lese weiter. Alleine als intellektueller Ausgleich und damit man nicht ganz eng nur auf die Dinge schaut, sondern auch neue Anregungen bekommt. Ich kann jetzt... tue mich mit Empfehlungen immer so schwer. Ich kann nur sagen, was ich aktuell lese. Mhm. Aktuell lese ich ein spannendes Buch, ist eigentlich ein schmales Heft von Peter Sloterdijk, gerade erschienen, jetzt vor wenigen Tagen, Die Reue des Prometheus. Und also ich schätze ihn sehr als Literaten. Im Grunde sagt er Folgendes, Prometheus hat das Feuer gemacht oder erfunden, gebracht und jetzt hat er aber eine Reue. Und im Grunde ist das eine Untersuchung über das Klima, weil wir verbrennen gerade die unterirdischen Wälder, also Kohle, und die Erde erhitzt sich. Und Sloterdijk plädiert für so einen energetischen Pazifismus, nennt er das, und die Reue des Prometheus. Ist also sprachlich wie immer außerordentlich originell und kunstfertig. Und wie gesagt, das ist das aktuelle Buch, das ich lese. Okay, das nehmen wir dann mal zur Kenntnis. Christian Lindner, ich bedanke mich herzlich, Vielen dass Dank, ich heute Herr in der Bartsch. Sendung war. Gerne. Und wir sehen uns demnächst wieder. Herzlichen Dank und auch im Parlament sehen wir uns. Dankeschön. Auf Wiedersehen da. Wiedersehen. Ja.